Was geht, Jeremy hier. Heute stehen Beine an. Ich hab Bock, ich hab ehrlich Bock. Ich weiß nicht, woher meine Motivation kommt. Aber ich hab irgendwie Bock, heute Beine zu trainieren. Ich versteh's selber nicht. Bin ich euch ganz ehrlich. Aber, ja, ihr seht, was hier passiert ist. Meine Haare, naja, also, Bruder, wir reden nicht drüber. Wir reden nicht drüber. Es ist okay. Wir reden einfach nicht drüber. Das passt schon. Aber heute habe ich mich behindert stressen müssen, weil ich hab noch was machen müssen. Und dann habe ich innerhalb von, normalerweise habe ich, um morgen mich bereit zu machen, um ganz Scheiß zu packen, bis ich ins Gym komme, bis ich im Bus sitze, habe ich normalerweise so eine Stunde oder mehr, weil ich muss ja mein Essen machen für vor dem Gym, für nach dem Gym, das Essen davor essen, dann noch Sachen vorbereiten fürs Film und bla 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 alles. Digga, ich hatte heute Stress, ich habe verpennt. Ich hatte 15 Minuten Zeit. Ich habe alles hingekriegt. Beziehungsweise das Essen für danach habe ich noch nicht gemacht. Und das Pre-Meal, also den Rice Pudding für davor, habe ich im Bus gegessen. Aber geschafft ist geschafft. Und nochmal, was habe ich verkackt? Ich habe keine Zeit mehr für meinen Kaffee gehabt. Darum haben wir jetzt hier einen. Sü. Lecker. Ah, der ist heiß. Scheiße. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich mache das Mikrofon so hin, dass, keine Ahnung, ob das gut kommt oder nicht, bin ich euch ganz ehrlich. Aber es ist eine Idee. Und nochmal richtig geil, wir haben diese Bad Boys, ja, die Knee Sleeves. Richtig geil. Wenn ich mit denen jetzt nicht 300 Kilo mehr squatte, dann weiß ich auch nicht mehr. Naja, nee, auf real, bisschen mehr sollte wirklich drin liegen. Das Ding brauchen wir nicht. Fick dich. Ah, oh, come on. So. Ja. Ja, ja, perfekt. Bis dich. Ja, wir ziehen die jetzt direkt schon mal an, weil das erste, was wir machen, ist eh squatten. Also ziehen wir das mal an. Und offensichtlich ziehen wir das unter die Hose an. Boah, jetzt hoffen wir, dass ich da reinpasse. Digga, okay, das ist scheiße eng. Fuck, man. Da auch ein Lifehack. Zieht die so rum, also falsch rum, dann hoch. Bis oben an die Wade. Und dann könnt ihr die so hochziehen. Dann ist es leichter, die anzuziehen. Oh. Okay. An sind sie. Jetzt Hose runter. Ui. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich sage heute 130. Sogar nicht mal nur mal 5, sondern wir machen mehr. Ich fühle mich strong heute. Ich fühle mich gut. Wir kriegen heute so viel hin. Heute wird ein guter Leg Day. Heute wird geballert. Ja, Mann. Richtig geil. 130 mal 8. Oder so. Okay, mal 8 ist schon. Das ist heavy. Nee. Nee, mal 8 ist zu heavy. Mal 6. Mal 6. Das ist schon ein Upgrade. Ich glaube, letztes Mal haben wir nämlich nur 5 mal. Also 120 mal 5. Jetzt haben wir mehr Gewicht. Und wir probieren mehr Reps. Okay. Oh, die Dinger. Die sind geil. Ja, Mann. Ah, fühlen sich meine Knie direkt wohl. Kriege ich keine Knieprobleme. Ist richtig geil. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Also wirklich, wenn ihr squattet und ihr merkt, dass bei euren Knien irgendwie ein bisschen was nicht so gut ist, holt euch Knee Sleeves. Also lohnt sich. Bei ESN gibt es die auch. Könnt ihr mir Coach Jeremy holen. Die Werbung muss sein. Ich weiß, einige von euch denken sich, halt's Maul. Aber haltet's mal selber. Oder so. Keine Ahnung, was ich für Scheiße laber. Auf jeden Fall. Ja, den Ding brauchen wir nicht. Creating Palm Pro. Weil sonst, wie gesagt, ich kann das nicht. Beinpump mit Crank Palm Pro ist einfach nur noch. Es ist einfach. Es geht nicht. Es ist denn schon schmerzhaft. Also. Jetzt habe ich vergessen, wo mein Diet Super Pro ist. Oh Mann. Ah, gefunden. Ah, Digga, ich bin so ein Idiot, ne? Mein Recharge war irgendwie nicht ganz zu oder war ganz zu und ist dann aufgegangen. Und jetzt auf jeden Fall ist alles da drin voll und so richtig hässlich klebrig. Caps. Aber auch wenn ich kein Pump-Pre-Workout nehme, was einfach ein. Also wenn man irgendeinen Pre-Workout nimmt für einen Pump, muss man viel Wasser trinken. Das ist zwingend, sonst bringt es eigentlich nichts, das Pre-Workout. Aber auch wenn ihr
kein Pump-Pre-Workout nimmt, ist genug Wasser vor dem Training einfach wichtig, weil ihr wollt vieles. Vor dem Training, ihr wollt vieles. Während dem Training, ihr wollt vieles nach dem Training. Aber was ihr auf gar keinen Fall wollt, ist dehydriert sein. Weil das kommt gar nicht gut. Hier richtig mit Stil diesen Kaffee jetzt trinken. Richtig so schön so greifen. Naja, aber ich glaube, dieser Kaffee hat mehr Stil, ist schöner als ich und meine ganzen Kleider zusammen. Wie tut man sowas? Ich hätte mal eine Ahnung von Kaffee, wenn man den trinken würde. Das ist so. Ja, schmeckt nach Kaffee. Nein, ich habe keine Ahnung. Also, wie man so tut, das hätte man Stil beim Kaffee trinken. Ist ja eigentlich auch unnötig. So trinken wir dann Kaffee. Aber seid ehrlich, welcher Mann trinkt seinen Kaffee so? Das ist doch nicht stilvoll, das ist einfach nur. Ich darf über gewisse Sachen nicht reden auf Social Media, das ist einfach nur nicht so, wie es ich machen würde. Also so, for real. Das ist irgendwie, ich finde das komisch, aber ehrlich. Ja, also. Könnte ich jetzt sagen, dieser Kaffee ist eine 8,7 von 15,25. Weil die Note von der Bohne ist gut gealtet. Aber ich habe keine Ahnung. Schmeckt nicht schlecht. Also schmeckt gut. Ja, das war es eigentlich so von meinen Kenntnissen, Digga. Okay, egal. Mein Gehirn schaltet sich langsam, aber einfach irgendwie aus, weil es muss sich auf Leg Day fokussieren und konzentrieren und ich muss mich darauf mental vorbereiten. Oh Mann. Aber wird geil. Wird geil. Wir squatten heute. Oh. Und ich lege mir eine Plate unter die Füße. Einfach damit ich mehr von den Quads belaste, weniger. Ah, danke vielmals für das. Also es ist super toll. Oh, Licht. Es werde Licht. Oh, bam. Super. Einfach damit ich mehr meine Quads belasse und weniger meine Glutes. Weil natürlich ist es schön, einen fetten Arsch zu haben. Ist eigentlich auch eines von meinen Zielen. So Big Booty. Wär schon wild. Aber ich will meine Quads zum Wachsen bringen. Also benutze ich eine Plate, weil dann sind die Beinspitzen mehr über den Zehenspitzen. Also die Beinspitzen, nicht meine Knie. Und umso mehr die da drüber sind, umso mehr ist Squat-Belastung, umso weiter sie hin sind, umso mehr ist Glutbelastung. Auf jeden Fall, ich laber nur Scheiße. Und ja, ich drücke mich ein bisschen vom Leg, der merke ich mal wieder. Oh Mann. Ich habe eine Frage. Habt ihr Bock auch so Day in a Living oder Full Day of Eating oder sowas, wo ich euch einfach so einen Tag mitnehme mit dem ganzen Essen, mit vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas anderes, was ich halt so einen Tag lang mache. Hättet ihr da Bock drauf oder sagt ihr, Bruder, juckt mich sowas. Sowas von gar nicht. Ja, stimmt mal gerne ab. Nee, was für Stimmen mal gerne ab? Es gibt ja bei YouTube keine Abstimmung mehr. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr darauf Bock habt. Weil das könnte ich dann vielleicht mal machen. Auf jeden Fall, was bodenlos ist, ist Snapchat. Snapchat, Digga. Wenn ich da irgendeine Story poste, ich krieg da Messages von Dudes, weniger auch von mich, aber Digga, Snapchat ist bodenlos. Wenn ich da irgendeine random Story poste, ich krieg da Messages von Dudes, aber nicht so normale, sondern so nur so irgendwelche Pedos. So, Digga, mit dieser Flagge in ihrem Namen und dann irgendwie, Alter, halt dein Maul. So, Bro, what the fuck? Snapchat ist eine andere Welt, also ehrlich. Aber auch Snapchat Spotlights, Bruder, ich weiß nicht, was ich mir da angucke. Auf einmal kommt ein 10-jähriges Mädchen mit der Schrift, würdest du mich küssen? Und das Video hat 10 Millionen Aufrufe. Bro, komm mal runter. Oder noch besser sind diese 8-jährigen Dudes. Die sind einfach so, 8-jährigen Dudes, so, die dann so mit den Lippen so rum.
So, Bro, what the fuck? So ehrlich, also. Das ist crazy. Snapchat ist eine andere Welt. Snapchat ist ehrlich eine andere Welt. Das ist crazy shit. Okay, das ist ein Drittel von der Flasche. Das ist ein halber Liter. Ich will nämlich immer vor dem Training schön den halben Liter trinken. Jetzt räume ich die Sachen hier, die ich nicht brauche fürs Training, kommen in den Spind rein. Und dann geht's in die Squats, in die Tiefe. Bam! Oh. Aber in dem letzten Video, wo ich euch gefragt habe, ob ihr... Oh ne, die Dinger sind voll gesifft von diesem Recharge. Nein, oh Manno. Digga, der bellt auch. Wollt ihr mich alle ficken? Junge. Das ist so ekelhaft. Bro. Digga. Ich tu dir auch einen Spind, ich brauch die heute nicht. Auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt 120 auf der Stange. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit der Plate am Boden mache. Also mit der Plate unter meinen Füßen. Bin ich mir nicht sicher, bin ich euch ganz ehrlich. Weil irgendwie nimmt mir das Stabilität weg. Also ich fühle mich unstabiler. Darum glaube ich, mache ich das ohne. Ja. Ich probiere es jetzt mal einmal mit 120, wie es sich anfühlt. Dann gehen wir direkt auf 130 hoch und machen einen Arbeitssatz. Aber wenn sich die 120 jetzt gut anfühlen mit Plate, dann machen wir mit. Und wenn nicht, dann machen wir ohne. Ich bin euch hier ganz ehrlich, fühlt sich schlecht an mit Plate. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich keine Schuhe habe und das... Die Plate nicht gerade, sondern so am Ende höher als in der Mitte. Keine Ahnung. Jedenfalls machen wir ohne. Okay, der Satz war hart, war schwer, war geil. Ja, Mann, die 6 waren drin, habe ich gemacht, sehr zufrieden mit. Jetzt probieren wir nochmal und 5. Diesmal 5. Das ist sehr gut, sehr gut. Wir sind wieder sehr stark unterwegs. Und ja, nächsten Leg Day gibt's, wie versprochen, die 140 Arbeitssatz. Ja, ich sage auch wieder mindestens 5, weil unter 5 finde ich ist kein richtiger Arbeitssatz. Das ist natürlich heute schon ein krasser Jump von 120 auf 130 direkt wieder hoch. Und nächstes Mal von 130 auf 140. Natürlich noch der krassere Jump. Aber ich sag, das liegt drin, bin ich ehrlich. Und vielleicht, wenn es nächstes Mal dann auch nur 4 Reps sind, scheißegal. Hauptsache, ich habe wieder die 140 Arbeitssatz wieder drin. Weil das war eben schon so lange halt ein Ziel, ein Goal von mir. Und dass ich das halt achieved habe. Und jetzt bin ich wieder zurückgeworfen worden halt. So ein Scheiß. Aber ja, sie sind praktisch wieder da. Praktisch wieder, genau gleich Tag wieder vor. In einer Woche, Digga. Geisteskrank. 2 Wochen. Crazy. Okay, komm auf 5.
Wow, dieser letzte Rap habe ich gefickt. Okay. Reden wir bei mir nichts mehr. Okay, ich war gerade kurz fast raus. Oh. Alter. Scheiße, Mann. Digga, aber wir haben 5 angezielt und 6 gemacht. Also, die Resultate sprechen für sich, würde ich sagen. Also, wie alle wissen, ich bin komplett tot. Reden wird jetzt nichts. Also gehen wir direkt an die Übung. Ihr habt ganz sicher gesehen, dass ich mich mehr auf den untersten Teil der Übung fokussiert, konzentriert habe und am Schluss dann nur noch den gemacht habe, erst weil ich halt nicht mehr hochgekommen bin. Aber vor allem habe ich auch gemerkt, der unterste Teil spüre ich mit Abstand, also wirklich mit Abstand. Am besten in den Hammies und ich probiere mit dieser Übung die Hammies zu trainieren. Und ja, mit dieser Übung kann man verschiedene Sachen fokussieren. Aber das kommt halt darauf an, wie man die Ausführung macht. Also wenn man die Übung macht, die Form ist von der Übung, kann man den unteren Rücken, die Glutes und die Hammies fokussieren und halt da am meisten rausholen. Und am besten für die Hammies ist es halt, wenn man, ist der unterste Teil so, richtig schön in der Stretch drin. Und darauf habe ich mich jetzt auch fokussiert. Okay.
Dinge sind aufgegangen. Also Pump. Auf jeden Fall da. Oh Mann. Also weiter geht's mit ich kann das Ding nicht aussprechen. Hip-Abduktion. Genau, das Ding einfach zusammen. Eierquetscher, wie auch immer ihr den Scheiß nennen wollt, ist egal. Ich hoffe, einerseits hoffe ich, dass ich nicht viel hinkriege, also nicht viele Raps, weil ich will nicht über eine Rap-Range von 10 gehen. Aber natürlich wäre es geil, wenn ich mehr schaffe, weil das heißt, ich bin stärker. Also, na, keine Ahnung, ich probiere einfach so viel wie geht. Ui. Okay, da waren zu viele Raps. Wie gesagt, ich find's geil. Viel mehr Raps heißt, ich bin stärker, ist gut. Aber ich will den Rap-Range von 10 nicht überschreiten und ich habe 11 gemacht. Das heißt, spätestens nächstes Training muss die Plate wirklich hin. Weil sonst bringt das nichts. Im zweiten Satz sind wir eh schwächer im ersten. Das heißt, jetzt passt es noch. Aber nächstes Mal muss die mit. Okay, full stack. Natürlich full stack. Guter Satz, 5 Reps waren drin. Und wenn mein Ego einfach zu hoch ist, mache ich jetzt das Gewicht nicht weniger. Und mache nochmal 5 Reps, auf Ansage. Bei der Übung irgendwie, beim zweiten Mal bin ich nicht schwächer als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin ehrlich überfordert. Aber scheißegal, weil jetzt gibt es nochmal 5. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ja, Mann. Digga. Sehr geil. 5 Reps waren nochmal drin. Ich hab's auf Ansage gemacht. Auf Ansage. Als ich gedacht habe, ich lache nur Scheiße. Nein, ich hab's euch gezeigt. Bam. Hops genommen. Oh, Mann. Naja, for real? Geil. Jetzt muss ich irgendwie hinkriegen, die Maschine frei zu kriegen, weil der Dude ist schon seit 30 Minuten da dran. Wünsche mir Glück. Weiter geht's hier mit den Extensions. Und ich hab Bock, aber ich weiß, wie die mich ficken. Also, wir machen wieder einen kleinen Dropsatz. Nur in einer, also wir machen Full Stack und dann, keine Ahnung, gehen wir runter, ein Drittel.
Also eine Drittelrunde, dann haben wir drei Viertel oder so. Keine Ahnung, ich bin mit zwei Alben nicht so gut im Umgang. Okay, das hat nicht funktioniert. Und perfekt. Oh, das wird wehtun, aber ist geil. Das haben wir getan. Oh. Also ich habe den Sitz jetzt noch ein bisschen weiter hinten getan, damit ich mehr runterkomme, weil der Scheiß bei dieser Maschine ist, die kann maximal nur so. Ich komme nur nicht mehr in den Stretch rein, also nicht mehr runter, weil die hört ja auf. Und wenn ich mich jetzt hinterlehne, komm ich von meiner physischen, also von der Beweglichkeit vom Körper, kann ich gar nicht weiter so enlargen, also vergrößere ich wie die Range of Motion, wenn ich mich mehr so nach hinten lehne. Das ist ein Lifehack, falls die Maschinen nicht richtig schön weit nach hinten gehen, sondern nur so. Naja, ist halt ein bisschen scheiße so, aber so kann man da wie ein bisschen entgegenwirken. Okay, scheißegal, scheiße, das Lied, Digga. Und die Musik gerade war die schlechteste, was ich je gehört habe. War der größte Trash. Ich kenne das, wenn ihr irgendwie so eine Playlist hält und dann kommt einfach, alle Lieder sind gut und dann kommt so eins recommended from Spotify und dann kommt so, Digga, Digga, was ist das jetzt? Alter, komme ich nicht drauf klar. Jetzt mal schauen, ob ich noch stehen kann. Besser als letztes Mal auf jeden Fall. Okay, letzte Übung. Noch warten. Ich hab sowas von keinen Bock mehr. Sowas von nicht. Und schon sind wir angekommen. Ja, so schnell geht's.
Oh, ich hab Bock, den Pump abzuchecken. Scheiße, das ganze Lava. Gucken wir rein. Oh. Da. Okay. Sehr geil. Boah, guckt euch mal die Definition an. Langsam. Okay, sogar seitlich her. Langsam wird das wirklich was. Diese Seite kann ich nicht posen, Digga. Ja, lassen wir lieber. Alter. Aber mal for real, langsam wird das mit dem Beintraining wirklich was und diese Dinger wachsen. Das ist crazy. Freut mich aber sehr, dass ich langsam auch Progress sehe. Ich bin euch ehrlich, ich habe die Beine einfach viel zu oft geskippt, viel zu oft einfach gar nicht trainiert. Den gewissen Teil, wo ich, wo ich angefangen habe zu trainieren, habe Beine nie trainiert. So. Beine kommen, brauche ich nicht. Ich habe schon Beine, so, ne? Juckt niemanden. Aber zum Glück habe ich da jetzt durchgezogen, bin sehr konsistent. Und genau, nach einer gewissen Zeit habe ich dann immer wieder Beine trainiert, aber dann halt ziemlich, ziemlich oft geskippt. Ja, so, oh, jetzt irgendwas, immer schön geile Ausreden gefunden, wieso ich keine Beine trainieren kann, sodass ich dann schlussendlich irgendwie 2-3 Mal im Monat Beine trainiert habe, wenn es hochgekommen ist. Aber dafür gehen die Treter jetzt fit. Also, ich kann nichts sagen. Die sind gut. Sehr geil. Okay, wir sehen uns beim Rechargen. Okay, scheiße, Mann. Wir sind durch. Aber mir ist nicht so ganz wohl. Mir ist ein bisschen übel. Ja, ist nicht so geil. Boah, mein Magen. Okay, trotzdem brauchen wir jetzt den Recharge. Machen wir den Bad Boy. Ja. Perfekt. Ich klipp das mal hier hin, dann muss ich nicht die ganze Zeit die Kopfhörer tragen. Ja. Oh, ich bin komplett tot. Also, jetzt von mir intellektuell hochwertige Sachen zu hören, okay, das hört ihr eh nie. Also, müsste ich ja Intelligenz haben. Oder Intellekt. Meistens sogar, ja. Habe ich aber nicht. Blöd, ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt meinen Recharge. Und ich probiere nicht zu kotzen und nicht umzufallen. Oder ohnmächtig zu werden oder so. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall bin ich extrem zufrieden mit dem Training. War sehr gut. Die Gewichte, die ich bewegt habe, sehr gut. Hat sich gut angefühlt. Ich bin euch ehrlich, seitdem ich wieder reingestartet bin, also seit Tag 1, also der letzte Aufbau vor der GmbF, Tag 1, seit da ist wirklich gut. Mein Training sehr gut sogar. Was richtig geil ist, bin ich ehrlich. Ich habe davor natürlich oftmals so Trainings halt, nicht immer, aber ab und zu Trainings, die halt wirklich shit waren. Und oftmals so Trainings, die so, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Und halt auch gewisse gute natürlich, aber jetzt hatte ich bis jetzt wirklich nur gute. Das heißt, es ist jetzt halt so, dass ich mich nach dem Training übel, nicht wohl, übel, was auch immer, Übelkeit zum Scheiß, ist ein bisschen nicht so geil. Aber gehört zum Leg Day dazu, also, was willst du machen? Und dann alle, die mich fragen, ey, wie kriegst du das hin mit der Motivation, dass du immer Motivation hast, ins Training zu gehen? Okay, 6 Tage von 7 ins Training, wie kriegst du das mit der Motivation hin? Ich habe nie immer die Motivation dazu, bla bla bla. Einfach mal die Fresse halten, würde ich empfehlen, also ist so meine Empfehlung. Und mal Disziplin lernen, weil ich habe 100% nicht immer Bock aufs Training. Ich habe nicht immer Bock, ins Training zu gehen, ich habe nicht immer Bock, eine Übung zu machen. Ich habe vor allem nicht immer Bock irgendwie auf Flag Day oder so ein Scheiß. Aber es gibt ja so ein schönes Wörtchen, das heißt Disziplin. Und das müsst ihr zeigen, wenn ihr irgendwas im Leben erreichen wollt. Scheißegal, in welchem Teil. Ob es jetzt ist, schulisch, beruflich, selbstständig, im Gym. Scheißegal, überall. Ihr werdet in eurem Leben nichts erreichen, wenn ihr keine Disziplin zeigt. Also wenn ihr keine Disziplin aufweisen könnt. Es ist das Gleiche, kann man auf alles beziehen, kann man sogar auf Frauen beziehen, also auf die zukünftige Lebenspartnerin, zukünftige Ehefrau, was auch immer. Wenn man nach dem
Das ist nicht so ein gutes Beispiel, ich bringe es trotzdem, ist mir scheißegal. Wenn zum Beispiel Motivation, das ist nicht direkt Motivation, Disziplin, aber ihr wisst, was ich meine, hat sich mit einer Frau zu treffen und dann mit ihr irgendwie essen zu gehen oder so, am Anfang hat man Bock. Aber dann gibt es einen Streit. Und dann, wenn man nur nach seinen Gefühlen handelt, dann kann man keine Frau finden, die man heiraten wird und Kinder kriegen wird mit. Weil es einfach nicht funktioniert, weil es nicht immer nur gut ist und nicht immer nur Bock hat. Das gleiche mit dem Training. Wenn ihr ins Training geht, wenn ihr Bock habt, natürlich, es funktioniert vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat, vielleicht 2 Monate. Und danach geht ihr nur noch einmal im Monat ins Training, weil ihr habt meistens keinen Bock mehr. Dann könnt ihr somals nie einen guten Körper erreichen. Mit jeder Sportart das Gleiche. Ihr liebt Fußball, ihr findet es richtig geil. Wenn ihr aber Profi-Fußballer werden wollt, wenn ihr profimäßig diesen Sport betreiben wollt, dann müsst ihr Disziplin aufweisen und dann könnt ihr nicht einfach, nee, heute habe ich nicht so Bock, ich mach's morgen. Das funktioniert nicht, wenn ihr wirklich was erreichen wollt. Das Gleiche kann man auch auf Business beziehen. Wenn ihr irgendein Business am Aufziehen seid und so, dann habt ihr Bock, die erste Woche daran zu arbeiten, dann habt ihr den Grundstein gelegt und dann kommt irgendwas Schweres, dann habt ihr keinen Bock mehr. Dann schiebt ihr das nach hinten, bla bla bla. Irgendwann habt ihr Bock daran, da zu arbeiten, dann arbeitet ihr 2 Stunden dran, dann arbeitet ihr wieder nicht mehr dran für einen Monat. Und so kommt ihr nicht voran. Dieses Business Model schon veraltet, 1000 andere haben das gemacht, dieses Business saturated, also zu voll, zu geht zu viele und ihr habt keine Chance mehr, irgendwas zu machen und verkackt. Dann hättet ihr jetzt einmal die Disziplin aufgewiesen, hättet. Jedes Mal, auch wenn ihr keinen Bock habt aufs Training, werdet ihr trotzdem ins Training gegangen. Werdet jetzt schon mal einem geilen Körper. Hättet ihr beim Business das gemacht, dann hättet ihr jetzt schon ein Business, das euch Geld einbringt. Und also wie gesagt, ich will das wirklich preachen, Disziplin ist das Wichtigste im Leben. Motivation ist schön und gut, ist geil. Natürlich, es freut mich für jeden von euch, wenn ihr Bock habt aufs Training. Ich selber finde es auch geil, natürlich, wenn ich Bock habe aufs Training. Und wenn wirklich ich Bock habe auf ein Training, dann das Training geil ist. Das ist nice, natürlich, das wünsche ich euch allen. Aber auch wenn man keinen Bock hat aufs Training, muss man trotzdem gehen. Außer man ist eine fucking Fotze, ganz ehrlich. Also es ist wirklich der größte Bullshit, wenn irgendwelche Leute sagen, ich habe keine Lust aufs Training, darum gehe ich nicht. Das ist wirklich das Dümmste. Wirklich das Dümmste. Und bitte hört auf, mir zu schreiben, wie hast du immer die Motivation, Digga. Und sei mir dann auch nicht böse, wenn ich sage, dass ihr ein Lutscher seid, wenn ihr mich das fragt. So. Ehrlich, also es fuckt mich wirklich ab. Niemand hat immer Motivation. Niemand. Denkt ihr, irgendein fucking Chris Bumstead hat immer Bock, Motivation ins Training zu gehen? Nein, natürlich nicht. Denkt ihr, habt Bock auf die Ernährung? Nein. Es geht um Disziplin. Und sonst erreicht ihr einfach nichts. Also wirklich nichts im Leben. Aber, ja, das war das Endwort von mir. Jetzt zippe ich meinen Dexter noch aus. Und wir sehen uns morgen. Kuss und Ehre, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Also wirklich for real. Ehrenmann, jeder einzelne von euch, der hier noch dran ist, der hier bis jetzt geschaut hat. Kuss auf die Nuss, ehrlich. Crazy. Haut rein.